Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe, oder besser gesagt, wir spielen New Super Luigi U. Und ja Leute, es kommt endlich das Let's Play, auf dem ihr schon lange gewartet habt. Oder sagen wir mal schon mal gehofft hattet, dass es mal kommt. Ab mir weiter ist es hier und ich sage mal, wir beginnen. New Super Luigi U ist etwas komplizierter als New Super Mario Bros. U. Du kannst höher springen, gerätst dafür allerdings auch eher in den Schlittern. Auf jeden Fall spielen Luigi im ersten Part und beginnen mit der Story. Und das war die Story. Bowser hat das Schiff angegriffen wie in New Super Mario Bros. U Deluxe und schickt seine Koopalinge los, um uns aufzuhalten. Also wie immer eigentlich in jedem Mario Game gefühlt. Also ja. Auf jeden Fall, vielleicht seht ihr es auch, ich habe sogar Facecam. Weil das ein Facecam Let's Play wird. Yay. Wir nehmen mal Paper Mario, der Origami King, den nehmen wir mal raus. Das ist so, da war ich noch nicht richtig bereit für Facecam. Auf jeden Fall, jetzt bin ich, ist auch ein Test-Live, ja, Let's Play für Facecam. Auf jeden Fall, legen wir los. Eichlein 1, willkommen bei den Feisthörnchen. News bei Luigi Boss U und Luigi, Pixel Luigi, oh Gott. Mal sehen, ob ich alle sammeln werde, weil je nachdem ist halt schon schwierig, die alle einzusammeln. Und die Steuerung ist ja echt richtig beschiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter. So, jetzt habe ich die Star können, so. Weil Luigi, man merkt schon, dass er echt schlittert. Echt schlittert. Und das nicht zu wenig. Und ich glaube, jetzt sieht man, dass ich echt nicht in Luigi U eingespielt bin, weil ich echt scheiße bin und schon im ersten Part faile. Das ist echt schon bitter. Außerdem haben wir nur 100 Sekunden, Leute. Das habe ich natürlich alles geplant, weil ich wollte euch auch zeigen, dass wir nur 100 Sekunden auch haben. Weil, hey, dieser Fehler existiert doch gar nicht. Den werde ich einfach rausschneiden. So tun, als ob ich da so einen Fehler hatte. So Aufnahmefehler und dann, ja, hier. Leute, das werdet ihr hier nie sehen. Diesen Fehler wird ihr nie sehen. Und diese Musik macht mich einfach nur noch zum absoluten Fanboy. Aber wie soll ich die Starcoin holen? Jetzt mal ernsthaft. Ah, so, okay. Hab ich mich ein bisschen dumm angestellt. Nee, hier ist nichts drin wahrscheinlich. Okay. Gehen wir weiter. Oh boy, da braucht wohl jemand Nachhilfe, Leute. Okay. Und wir sollen hier so fliegen. Als ob die das so wollen. Als ob die wollen mich doch jetzt komplett verarschen hier. Die wollen, dass wir genau dazwischen fliegen. Als ob. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, Leute. Und Luigi schlittert echt schon hart. Das muss man ernsthaft sagen. Und wir haben das erste Level
fehlerfrei geschafft. Ja gut, fehlerfrei kann man doch sagen. Ja gut. Vergessen den Fail, ich meine diesen Nicht-Fail, und gehen weiter in Eichelhain 2 Schieferbergwerk. Haben hier eine Eisenschmiede reingebaut oder warum Bergwerk? So, jetzt darf ich auch nach den Pixel-Luigi filmen. Und das wird mir natürlich sehr eine Freude sein. Naja. Man muss schon echt gründlich sein. Mann, Deutsch ist heute nicht am Start, Leute. Ihr müsst mich verzeihen. Komm, Luigi, ich habe nicht so viel Zeit. Und mit Zeit meine ich halt in Luigi und nicht in Real Life. Okay. Okay, Luigi. Wenn du mir jetzt gestorben bist, dann hätte ich schon ernsthaft gefragt, was du für ein Problem hattest. Kann nicht sein, dass ich jetzt an ein Koopa sterbe. Ich wollte gerade Goomba sagen. Wieso Goomba? Leute, ich bin scheiße. Ich bin echt scheiße geworden. Diese Wochen, ich darf nicht aufhören zu gamen. Junge, zwei Fails. Im ersten 2 Leveln. Ja gut, ich muss mich auch der Steuerung noch gewöhnen. Leute, verzeiht mir das bitte. Okay, ich habe die erste Starcoin gefunden. Alles geplant, Leute, alles geplant. Was darf ich ihr denn? Einfach eine Starcoin war. Als ob da einfach eine Starcoin war. Ey, das war lucky. Mal ganz ehrlich, das war echt lucky. Und als ob ich nicht gesehen habe, dass das die zweite Starcoin einfach war. Also kann ich mir eigentlich sogar schon dankbar sein, dass ich gefailt habe. Also danke, Luigi, dass du gestorben bist. Aber das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Hier ist eine grüne Röhre. Da muss man auch bestimmt rein. Nein. Apropos, wo ist der Pixel-Luigi? Und uns fehlt die dritte... Oh nein. Leute, ich weiß, was mir fehlt. Ich brauche eine Eichelnpilz. Weil, ja, ich kann mich erinnern, von ein paar Videos oder von diesem Let's Play von ein paar anderen, das aber schon echt lang zurück ist, dass da so ein blöder Secret Exit ist. Oh nein, Bowser flieht die Flaggen zu. Bowser-Flaggen. Aber es sieht stylisch aus. Besser als die vorigen. Na gut, vielleicht kriegen wir hier einen Eichelpilz. Das wäre dankbar. Nein, wir kriegen absoluten Müll. Absoluten Müll. Das erste und das dritte. Was kriege ich denn für einen Müll? Oder mache ich das Level jetzt PP-Chat? Leute, ich glaube, ich mache das Level jetzt sogar mit P-Chat. Ja, komm, nimm mir P-Chat. Ja, stimmt, das One-Up kriege ich ja gar nicht, weil, wie heißt das, ja, weil er es sofort auf mein Guthaben, so gesehen, raufgeht. Und ich muss mich ganz kurz an die Steuerung gewöhnen, wie ich meine Items aufrufen kann, so. Ja, komm, dann rennen wir ganz schnell durch. Ich glaube, letzte Starcoin und Pixel-Luigi. Oh, kann es sein, dass der Pixel, ja gut. Wenn ich die alle vergesse, werde ich die am Ende des Parts alle reinschneiden, eventuell. Je nachdem.
Für Peachette ist das auf jeden Fall einfacher, aber selbst die. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Es ist ein Wort, wenn ich sage einfacher. Es ist einfach ein Fluch, wenn ich sage wirklich einfacher. So. Okay, jetzt ist hier. Warte mal, war hier nicht eine Stampfattacke? Leute, das kann mich auch nur aus meiner Erinnerung haben. Nur. Und das ist das Gemeine. Weil hier der Secret Exit ist, oder? Diese Schweine. Diese Schweine. Dann würde ich aber sagen, ich schneide jetzt den Pixel-Luigi von diesem Level ein. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Pixel-Luigi dieses Level. Aber vorher schauen wir, wo der Weg hinführt. Natürlich zum Secret Exit, natürlich. Und zwar so ein Meereslevel, wo wir alle... Ja, lieb. Ja, das mögen wir doch alle. Dann sehen wir uns gleich beim Pixel-Luigi. Ernsthaft, ich habe jede Ecke abgeschaut. Jede Ecke. Wie man an der Zeit sieht, hat man auch 200 Sekunden als Speedchat. Das heißt, du kriegst sogar 100 Sekunden extra als Speedchat. Das ist... Du kannst schon viel ausmachen und als ob wir jetzt eine Schnappzahl haben. 1-1-1, das kam jetzt extrem random. Aber was kriegen wir denn? Komm, also so ein leckere Pi-Eiche? Ja gut, die bekommen wir eh nicht. Ja, danke für deine Hilfe. Ach komm, ein One-Up, den in dem Rahmen esse ich einmal und dann bin ich aber nicht satt. Ich will ein Power-Up, ich will stark werden, stark. So wie ein kleiner Toad, der dann zum Maxi-Toad kommt. Ja komm. Und wie habe ich 9 Leben mit Peachette? Was? Da hatte ich die etwa schon mit 6 oder was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Auf jeden Fall, wir starten wieder mit Luigi durch. Here we go. Guten Appetit. Appetit, ah. Und hier haben wir auch nur 100 Sekunden. Das ist natürlich extrem. Aber hier bekommen wir nichts. Also rein in die gute Stube und ja. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, eine Befürchtung. So, Asi. So, Asi. Gib mir doch die Starcoin. Na. Schon 72 Sekunden, Alter. Und Stern, was bringt er mir? Was bringt er mir, wenn ich da feststecke? Mann, Deutsch. Heute nicht am Start. Sag, ich sag nicht, ich kann einen Stern-Run machen. Ah, da ist der Pixel-Luigi, Leute. Muss weiter. Nein! Warte. Oh mein Gott. Ich dachte, ich muss da hoch in eine Starcoin. Da ist doch eine Starcoin. Holy moly. Was ist denn hier los? Ich dachte, ich habe mein letztes Stündlein gesehen. Können wir doch nicht antun jetzt hier. Egal, ich will nur ein Ziel. Schneller Level, aber geil. Echt geil. Also, ich dachte, ich hätte wirklich... Ich wäre tot. Aber nee, jetzt ausgerechnet bei einem schwereren Level schaffe ich das im First Try. Keine Ahnung, ob ich schwerere Level einfach kann. Und die Leichten mir denken so, hey, ja, ist ja easy. Und dann sterbe ich immer bei Leichten. Das ist so... Das ist sogar typisch für mich. Kein Scheiß, das ist immer so. Erste Level verkacke ich dann so. In den letzten skill ich schon ab und zu. First try, außer Hust Hust, paar andere Level.
Liegt aber daran, dass einfach einfache Level du kein Training brauchst, so gesehen, weil das eigentlich jeder machen kann. Und schwere, wenn du oft schwere spielst, dass du vielleicht auch irgendwann besser kannst. Und abgebrannt im Ritzelturm. Ich will nicht abgebrannt werden, ich will... Oh, Junge. Okay, Ach, du Scheiße. Okay. Eine Eisblume ist genau richtig wegen Feuer. Oh! Oder ich, das ist ja einfach nur ein Schreikonzert bald. Hier ist bestimmt ein Block in der Mitte mit Nurner. Ich muss da ganz schnell weg. Warte mal, wir haben schon alle... Das bewegt sich. Ich hatte gerade Schock, weil das sich bewegt hatte und dann sterbe ich in so einem einfachen... Also... Apropos, weil sie es noch nicht auch bemerkt hatte, es gab keine Starcore... Eine Checkpoint. Ich verwechsel heute die Wörter wie eben... Sand, wie Wasser oder keine Ahnung. Beschissenes Beispiel, ich weiß. Leck mich, Pilz. Leck mich! Ich stehe gerade hier oben am Fass über und denke mir, was bin ich für ein Volltrottel, der schon so oft stirbt im ersten Part. Gegen eine Flasche wie Bumbums Castle. Ich kann mich nur selbst auslachen. Ja gut, aber Luigi ist halt komplexer, was sie schon gesagt haben, Leute. Verzeiht mir doch mal. Weißt du was? Jetzt geht's mir am Arsch vorbei. Und jetzt speeden wir mal ganz schnell durch. Weil ich gerne noch den Boss diesen Part irgendwie schaffen werde. Ui, Rika. Und jetzt bitte keine unnötigen Treffer, Leute. Ich denke mir gerade, ich bin auch nur noch Walkeis. Ah, ja, Knochen trocken. Da ist der Pixel-Luigi. Da ist der Pixel-Luigi, Leute. Dann habe ich den schon mal gefunden. Das heißt... Ich habe noch 28 Sekunden! Hab die Zeit vergessen! Hab die Zeit vergessen! Junge, sprinte durch! Ich bin so ein Volltrottel. Ich kann das Level nicht, obwohl das so einfach ist. Ich glaube, ich sollte eine Therapie machen. Ich glaube, ich sollte aufhören zu Let's Playen. Okay, wenn ich jetzt nicht schaffe, gebe ich mir Backpfeifen. Ja, dann ist es schon arg bitter. Es ist jetzt eh schon lächerlich. Eh schon lächerlich genug, Leute. Aber wenn ich es jetzt wirklich nicht schaffe, gebe ich mir Backpfeife. Und das meine ich jetzt wirklich sehr ernst. Aber irgendwie will Luigi nicht springen, wie ich will. Alter, Luigi, du gehst mir am Sack vorbei. Du gehst mir am Sack vorbei, was ist das denn jetzt schon wieder? Nee, ist mir jetzt völlig egal.
Wenn ich hier keinen, aber wenn ich den Power-Up bekomme, dann ist es mir nicht mehr egal und verbrennt, ihr Knochentricken Koopas. Okay, wenn ich gegen Bum-Bum verlieren sollte, gebe ich mir doppelte Backpfeife. Das meine ich wirklich. Ja, komm mal, der kommt nicht mal an mich ran. Und ich dachte, er trifft mich jetzt. Okay, Leute, ich kann nur sagen, dieser Fail, dieser Part. Ist so. Jum, jum, jum. Einfach eine Welle. Ja, wir müssen gar nicht darüber reden, wie gut dieser Part heute geworden ist. Ich nehme diese Eichelpilz mit in mein Inventar, dann würde ich sagen. Viel Spaß bei diesem grausamen Part, wer bis hierhin geguckt hat. Danke, danke, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wer nichts verpassen will, kann gerne abonnieren. Wenn es weiter geht, Maulwurf, Jagd am Yoshi-Jubel. Bis dann und ciao, ciao.